Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Simon the Sorcerer 4. Gut, wir reden mal mit dem Sumpfling. Wir haben unser Magen jetzt zumindest mal geistig darauf vorbereitet, dass ein wenig Sumpfsuppe reinkommt. Ich hoffe, das passt und ich hoffe, das reicht. Ah, du zurück! Du Suppe stehen lassen! Ich Suppe aufgewärmt und nachgeschöpft! Ich hoffe, ich überlebe das. Lecker, ja? Du mit Sumpfling sprechen wolltest über wichtige Dinge. Es bestimmt um die vielen neuen Mitglieder gehen. Das auch, aber dazu kommen wir später. Zuerst musst du mir noch mal erzählen, wie wir am Ende vom dritten Teil gemeinsam im Nexus festsaßen. Wie ich das vergessen könnte. Du nicht mehr wissen, wie wir in diesen seltsamen Nexus geraten? Das war abenteuerliche Geschichte. Ich damals rief... Bitte kürze diesen Teil mal ab. Hm? An meine Abenteuer in Simon 3D erinnere ich mich kaum noch. Dafür gibt es gute Gründe. Na gut. Du mich aus dem Nexus befreit. Wir gemeinsam aus Nexus heimgekehrt. Du plötzlich bei mir, damals mit diesem komischen Bart, den du bald hast abgenommen. Gemeinsam heimgekehrt? Das wüsste ich aber. Ich habe auf diesen grünen Wicht gewartet, bis ich wirklich keine Lust mehr hatte. Dann bin ich gegangen. Der Sumpfling redet offensichtlich von meinem Doppelgänger. Du wieder reden mit Publikum, das nicht da? Wir gemeinsam den Nexus verlassen, du und ich, und danach wir prima Zeit. Du Verein für Sumpfling gründen, weil Sumpfling so viele Fans haben, wie Simon sagt. Simon jetzt auch viel netter als früher. Und ich mich so freuen auf all die vielen Fans, wer wohl alles kommen wird. Damit ist die Sache eigentlich klar. Der zweite Simon stammt aus diesem komischen Nexus, genau wie ich, und ist doch mein komplettes Gegenteil. Oh oh, das bedeutet, dass der Kerl ein paar abgrundtief finstere Eigenschaften haben muss. Sag mal, Sumpfling, was weißt du eigentlich über Kalaba? Wieso du fragen, Sumpfling? Du wollen Sumpfling eifersüchtig machen? Du doch selber wissen, dass Kalaba jetzt dein bester Freund. Du mehr Zeit mit ihm verbringen als mit mir. Du ihn immer in der Burg besuchen und für ihn Sachen machen. Du dann ganz geheimnisvoll bist. Ich nicht mag Kalaba, aber du immer sagen, dass du besser wissen. So, der Möchtegern Simon hat also ein dunkles Geheimnis. Ich wusste es. Nun, das bedeutet wohl, ich muss nochmal mit Alex und Kalypso sprechen. Ich werde sie überzeugen, dass mein Doppelgänger irgendetwas Finsteres plant. Du krank aussehen, als ob Fieber im Kopf. Du auch seltsame Dinge reden. Du nicht fühlen gut. Die Suppe. Ja, das sei beste Idee von Welt. Sumpfsuppe wird dir helfen. Ich bring 9 Teller. Du dich gleich fühlen besser. Hilfe! Du schon wieder? Alex, es ist alles noch viel schlimmer, als ich dachte. Ich habe herausgefunden, wo der Doppelgänger herkommt. Er stammt aus dem Nexus. Ja und? Was sagt uns das? Genau, was sagt uns das? Was ist der Nexus überhaupt nochmal? Versteht ihr denn nicht? Der Kerl ist gefährlich. Er kommt aus einer anderen Dimension. Und du kommst natürlich nicht aus einer anderen Dimension. Du kommst aus einer anderen Dimension? Aber das ist ja grauenhaft widernatürlich. Hör auf mit dem Quatsch, Kalypso. Immerhin ist es deine Enkelin, die mich hierher bestellt hat. Was ist eigentlich los mit euch? Seht ihr es denn nicht? Der Doppelgänger ist eine Gefahr. Er ist böse. Ich kenne so viele gute Seiten an ihm. Deshalb verstehe ich diese Anschuldigungen nicht. Es wäre besser, du könntest beweisen, was du sagst. Aber er hat mich in den Kerker werfen lassen. Alex, stimmt das? Das ist ja unerhört. Seit wann reden wir hier mit dahergelaufenen Schwerverbrechern? Das habe ich jetzt nicht gehört. Außerdem ist es mein Doppelgänger, der mit diesem Kalaba verkehrt und nicht ich. Aber das kann 1000 Gründe haben, über die wir nichts wissen. Und vielleicht ist dieser Kalaba im Grunde genommen gar kein so schlechter Kerl. Aber er hat eine Waffe. Außerdem... Sehr viel später. Deshalb ist für mich sonnenklar, mein Doppelgänger ist ein Verbrecher. Na? Überzeugt? Was? Wie?
Entschuldige, ich muss eingenickt sein. Sag mal, war vor unserem Gespräch nicht noch Frühling draußen? Da fällt mir übrigens auf, Simon. Ja? Nach der ganzen Zeit müsste dir eigentlich ein Bart gewachsen sein. Oder hast du keinen Bartwuchs? Tja, ihr habt ja keine Ahnung. Außerdem weichst du vom Thema ab. Seid ihr endlich überzeugt, dass mein Doppelgänger ein Verbrecher ist? Ein Verbrecher? Wer? Wo? In meinem Laden? Wer bist du überhaupt? Ah ja, jetzt weiß ich wieder. Du bist der Hauptkommissar mit den Beweisen gegen diesen Zauberlehrling. Los, los, wo hast du die Beweise? Großvater, die hat er uns doch eben lang und breit erklärt. Hast du das etwa schon wieder vergessen? Aber gut, überzeugt hat er mich auch nicht. Für mich wird der andere Simon immer ein herzensguter Kerl bleiben. Nach all dem, was ich euch berichtet habe, seid ihr immer noch nicht überzeugt? Okay, dann werde ich eben noch mehr Beweise finden. Wartet's ab, diesen miesen Doppelgänger kriege ich schon noch. Doppelgänger? Was für ein Doppelgänger? Alex ist wirklich völlig verblendet von meinem Doppelgänger. Aber wenn ich diesem Kämmerer auf den Zahn gefühlt habe, habe ich vielleicht überzeugendere Argumente. Das bedeutet, ich muss mich in der Burg umsehen. Vielleicht sollte ich vorsorglich eine Wagenladung Bestechungsgelder mitbringen. Im zweiten Teil der Serie haben mich diese doofen Wachen bis aufs Hemd geschröpft. Aber erst mal schauen, was mich dort erwartet. Ja, da müssen wir wieder eine Runde umrechnen. Naja, schauen. Schauen wir doch erst mal nach. Einmal zur Burg bitte. Das ist also die Burg. Ich wette, die Wachen werden mir wieder das letzte Hemd abknöpfen, bevor sie mich reinlassen. Aber vielleicht komme ich ja billiger davon, wenn ich ganz geschickt vorgehe. Dann erzähl doch mal. Schön, dich wiederzusehen. Du darfst passieren. Okay, das war einfach. Hey, willst du mir nicht mein letztes Taschengeld aus den Rippen leiern, bevor du mich durchlässt? Aber was sind das denn für neue Sitten? Was denkst du eigentlich, mit was für Halsabschneidern du es hier zu tun hast? Na gut, bevor du dir es anders überlegst, gehe ich wohl besser durch. Baustelle? Da ist ein Durchgang, aber er ist nur mit Kreide aufgezeichnet. Das hilft mir nicht wirklich, um in die Burg zu kommen. Das sieht nicht so gut aus. Da ist ein Durchgang, aber er ist... Ziehbrunnen? Ein Ziehbrunnen. Von dort führt bestimmt ein Geheimgang ins Schloss. Der Brunnen ist ja nicht mal ausgeschachtet. Was für ein Versager war das denn? Das ist eine Betonmischmaschine. Oh, ich will lieber gar nicht wissen, wie viele Leute Kalaba schon mit Betonschuhen an den Füßen in den Burggraben befördert hat. Ja, wahrscheinlich. Guck mal. Bauplan, den nehme ich mal mit. Das ist ein Bauplan der Königsburg von Architekt Hinkensterz. Da ist ein Kaffeefleck drauf. Mhm. Und noch eine Flasche. Leider keine Pfandflaschen. Gibt's hier wahrscheinlich nicht. Ein typischer Bauwagen, bis oben hin voll mit Biervorräten, dreckigen Bauhelmen und schmutzigen Heftchen, von denen ich noch gar nichts wissen dürfte. Ui, auf dem aktuellen Play Barbarian sind nackige Sukubi drauf. Ui. Ein typisch... Ja, da können wir da nicht dran. So, Gelüste auf Gerüste. Da klettere ich nicht rauf. Nachher breche ich mir sämtliche Knochen. Also eher nicht. Naja, vielleicht hat die Wache ja noch irgendwas. Da weiß man, dass hier fertiggestellt wird. Hier scheint es keinen Durchgang zu geben. Aber es muss doch irgendeinen Weg geben, in die Burg hineinzukommen. Mit dem Kopf durch die Wand probiere ich es jedenfalls nicht. Vielleicht kann mir irgendjemand verraten, ob es einen Geheimgang oder sowas gibt. Mhm. Du vielleicht. Schön, dich wiederzusehen. Du darfst passieren. Hallo, kannst du mir sagen, wie ich in die Burg komme? Was ist denn das für eine merkwürdige Frage? Du gehst hier doch täglich ein und aus. Da solltest du wirklich den Weg kennen. Ach, ich bin heute ein bisschen durcheinander. Die letzte Nacht war kurz und anstrengend. Ich kann den Eingang heute einfach nicht finden. Ich muss mich schon sehr wundern.
Das muss gestern eine schlimme Party gewesen sein, wenn du jetzt solche Aussetzer hast. Ich habe es ja schon an der modischen Tür aus Kreide probiert, aber sie wollte sich einfach nicht öffnen. Kann es sein, dass das nur eine blöde Kreidezeichnung ist und sonst gar nichts? Willst du damit etwa andeuten, dass die Burg noch gar nicht fertig gebaut ist? Naja, man könnte diesen Eindruck bekommen. Man darf aber nicht. Deshalb merkt ihr das lieber ganz genau. Natürlich ist die Burg vollendet. Und nicht nur vollendet, sondern auch perfekt. Unser Architekt hat ganze Arbeit geleistet. Dank hochentwickelter CAD-Programme sind Fehlplanung praktisch ausgeschlossen. Bist du sicher, dass du weißt, wovon du redest? Selbstverständlich. Eine prachtvollere Burg findest du weit und breit nicht. Das freut mich sehr. Gibt's eigentlich irgendwo Baupläne von der Burg, die man sich mal anschauen könnte? Diese Auskunft liegt nicht in meinem Aufgabenbereich. Na, dann will ich dich nicht länger von der Arbeit abhalten. Schön, dich wiederzusehen. Du darfst passieren. Hallo? Ich gehe jetzt da rein, direkt in die Burg. Bist du dir auch wirklich sicher, dass das in Ordnung geht? Nur zu. Okay, okay, ich tue es jetzt wirklich. Hast du verstanden? Ja, ich habe verstanden. Du gehst zur Burg hinein und machst einen Riesenwind deswegen. Bin schon weg. Oh, ein Monsterchen, das habe ich gar nicht gesehen. Oh, wie niedlich. Ist es nicht süß? Unter meinem Bett habe ich auch so eins. Nächste Mal. Also wir müssen halt quasi durch die Wand gehen. Gehen wir doch mal zum Geist. Vielleicht hat der eine Idee. Müssen halt nochmal. Achso, wir kommen glaube ich gar ins Gefängnis mehr rein. Momentenbauer, dunkle Gasse. Ah, okay, du bist sogar rausgekommen. Praktisch. Wahrscheinlich war es zu langweilig ohne Goldlöckchen. Dann erzähl doch mal. Wer ruft nach mir? Warum bist du eigentlich im Kerker? Ich wurde verurteilt, weil ich ein Gemälde gestohlen haben soll. Aber ich bin unschuldig. Ich bin kein Dieb. Ich war ein einfacher Schneider. Unschuldig, hm? Na, das kommt immer auf die Kleidung an, die du genäht hast. Jedenfalls bist du jetzt raus aus dem Kerker und kannst gehen, wohin du willst. Ha, das wäre ja zu einfach. Ich bin an diesen Ort gebunden, solange meine Unschuld nicht bewiesen ist. Bis das geschieht, finde ich keine Ruhe und bin verdammt zu ewigem Spuk. Aber jetzt ist mein Bitten endlich erhört worden und jemand ist gekommen, der mir helfen will. Ach, tatsächlich? Wer denn? Wenn du wirklich unschuldig bist, weshalb sitzt du dann im Kerker? Man hat nach dem Diebstahl am Tatort einen linken weißen Handschuh gefunden. Und da man in meinem Nähatelier einen passenden rechten Handschuh fand, wurde ich vom Bürgermeister verurteilt. Frag ihn danach, er erinnert sich sicher noch. Oh, der Allzweckbeamte hat einen Fall in den Akten, da bin ich ganz sicher. Ein passender Handschuh. Ja, das ist in der Tat sehr verdächtig. Das war wirklich nicht sehr schlau von dir, den am Tatort zu vergessen und das Gegenstück zu Hause aufzubewahren. So ein Unsinn! Ich war doch Schneider! Ich hatte Handschuhe in allen Farben und Formen auf Lager. Und so wurde ich aufgrund von falschen Indizien in den Kerker gesteckt. Ich bin unschuldig. Das sagt jeder. Warum sollte ich einem Gespenst wie dir eigentlich helfen? Naja, viele Möglichkeiten, mich erkenntlich zu zeigen, habe ich leider nicht. Ich könnte dir herzlich danken. Oder ich überlasse dir meine rostige Rasselkette, die ich zum Spuken verwende. Wäre das eine angemessene Belohnung? Na, großartig. Was soll ich damit anfangen? Vielleicht als Geschenk für einen befreundeten Geist. Na, musst du wissen, etwas anderes habe ich nicht anzubieten. Das mit dem Durchwändegehen ist irgendwie cool. Kannst du mir das beibringen? Oh, Durchwändegehen ist einfach. Das kann jeder lernen. Tatsächlich? Wie geht es denn? Du musst eine Tür benutzen. Haha, sehr geistreich. Du willst mir also nicht verraten, wie du festen Stein mit deinem Geisterkörper durchdringst?
Tut mir leid, aber ich mache das rein intuitiv. Ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert. Oh, schon 0.59 Uhr. Die Geisterstunde ist um. Ja, scheint so. Oh, hi, Goldglöckchen. Na? Mit der rede ich nicht mehr. Die will mich nur wieder beschimpfen und den Zaubertrank von mir haben. Er ist doch weg. Glaube ich, gerade heller geworden, oder? So, wie sieht's mit der Kneipe eigentlich aus? Eine Spelunke, wo sich allerlei buntes Volk rumtreibt. Das muss ich mir näher ansehen. Okay. Ich glaube, ich habe diese ungewaschene Meute nur deshalb nicht gerochen, weil die Toilette alles überdeckt hat. Also nicht so toll, ne? Gut. Instrumentenbau brauchen wir, glaube ich, gerade nicht. Können wir im Rathaus vielleicht irgendwie was über den Tatshergang rausfinden? Und das mitnehmen? Cool. Den Rest hatte ich mir schon angeschaut, soweit. Ein Modell der Königsburg. Seit ich es in meinen Hut gezaubert habe, verdient es endlich auch den Namen Miniatur. So, hallo. Was haben wir da eigentlich noch? Ah, der Wolf wahrscheinlich. Oh, wie hübsch. Ein Phantombild von meinem Freund, dem versoffenen Wolf. Darunter steht gesucht. Blutrünstige Bestie. Achtung, das Tier ist gefährlich. Es steht womöglich unter der Wirkung von Drogen. Immer diese Vorurteile. Ich nehme mal mit. Was steht denn da? Menschenfressende Bestie. Meist stark alkoholisiert anzutreffen. Treibt sich im Wald herum. Macht rücksichtslos von seinen Reißzähnen Gebrauch. Dass die Medien immer so übertreiben müssen. Jetzt kriege ich schon von meinem eigenen Märchenwolf Angst. Ja, wahrscheinlich. Gibt's da eigentlich was Neues? Das ist eine Stellenanzeige. Sie sind jung, dynamisch und tot? Wir bieten eine fundierte Ausbildung zum Schlossgespenst. Einfache Vorkenntnisse im Spuken sind Voraussetzung. Außerdem mindestens ein Jahr Körperlosigkeit. Interessenten wenden sich an die Verwaltung der Königsburg. Vielleicht was für Kalypso. Na gut, dann mal gucken, ob du irgendwas hast für uns. Irgendwas Neues. Was gibt's? Ich bin in Eile. Im Moment arbeite ich am Musikverbot und bereite einen neuen Aushang vor. Verboten sind nun nämlich auch sämtliche Pfeifen. Also Trillerpfeifen, Orgelpfeifen, Hundepfeifen, Tabakpfeifen. Das ist eine gute Maßnahme. Es gibt sowieso zu viele Pfeifen in dieser Stadt. Ich suche einen Weg in die Burg. Steht in deinen Dokumenten, wie man da reinkommt? Natürlich. Das ist doch auf den Plänen gut ersichtlich. Allerdings ist mir da ein Lapsus unterlaufen. Mein kleiner Enkel hat kürzlich hier gespielt und im Archiv gewaltige Unordnung angerichtet. Jedenfalls sind alle Pläne und alle Modelle der Burg nicht mehr im Archiv. Was für eine entsetzliche Schlamperei! Das hätte ja von mir sein können. Ja, ich fürchte, das kann ich nicht leugnen. Und ich bin noch nicht einmal dazu gekommen, die Pläne und Modelle wieder einzusammeln. Wie ich meinen Enkel kenne, können sie überall in der ganzen Stadt und auch noch darüber hinaus liegen. Allerdings, irgendwas war mit diesen Plänen. Wenn ich nur noch wüsste, was. Na, ich halte mal die Augen offen in der Stadt. Vielleicht finde ich ja das Zeug. Sehr löblich. Es müssen exakt 4 verschiedene Pläne plus 2 Modelle sein. Warum das so viele sind, weiß ich leider auch nicht mehr. Ich glaube, alle sind auch gar nicht weg. Und wir haben auch noch die Miniatur der Burg hier im Rathaus stehen. Ich benötige Informationen zu einem Kunstraub. Kunstraub? Ja, ich erinnere mich. Der Fall ist aber abgeschlossen. Dazu gibt es keine Informationen. Ich möchte den Fall aber neu aufrollen. Es liegt ein Justizirrtum vor, der geklärt werden muss. Der Mann ist unschuldig. Ein Justizirrtum? Das ist verrückt. Sowas gibt es hier nicht. Wir definieren nämlich die Wahrheit wie folgt.
wahr ist, was in den Akten steht. Aber wenn ich mich recht entsinne, wurde das Diebesgut nie gefunden. Wenn es noch auftauchen sollte, müssen wir die Sachverhalte neu beleuchten und die Aktenlage lückenlos aktualisieren. Das heißt, wenn sich dann herausstellen würde, dass der jammernde Julius unschuldig ist, dann würde das Urteil gegen ihn aufgehoben? Sicher, diese Möglichkeit besteht, zumindest laut unseren Akten. Aber wozu sollte das gut sein? Der Fall ist lückenlos dokumentiert und unsere Dokumente enthalten keine Fehler. Ich habe Handschuhe mitgebracht. Ah, du möchtest etwas fürs Fundbüro abgeben? Einen Moment. Halt, nein! Diese Handschuhe sind ein Beweisstück. Ich habe sie in Sumpflings Vereinshaus gefunden. Es sind die Gegenstücke zu den Handschuhen, die bei den Kunstrauben gefunden wurden. Da das Vereinshaus aber nicht dem jammernden Julius gehört, muss er unschuldig sein. Na, was sagst du nun? Also, das wäre ja ein Justizirrtum. Also bitte, dann wäre ja irgendwas falsch dokumentiert. Die Idee ist einfach lächerlich. So leicht kannst du meinen Glauben in die Akten nicht erschüttern. Ich geh dann mal. Okay. Der Kerl will das Musikverbot noch verschärfen? Spinnt er denn völlig? Wenn ich hier meine eigenen Gesetze machen könnte, fielen die jedenfalls deutlich freundlicher aus. Anscheinend braucht man dazu nicht mal viel mehr als einen Setzkasten mit Buchstaben und eine Druckerpresse. Der Beamte hat es klar gesagt. Ich bräuchte das Diebesgut, um wirklich die Unschuld des Geistes zu beweisen. Das dürfte ja kein Problem sein. Die meisten Gemälde sind viel zu groß, um sie vor meiner Spürnase zu verstecken. Da bin ich mal gespannt. Aber das wird man dann in den nächsten Folgen mal angehen, denke ich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.